gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser, ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen, Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsprogramm am Buß- und Betag, dem 21. November. Der heutige Feiertag ist ein Tag der Besinnung und des Gebetes, an dem Gläubige die Möglichkeit haben, über ihr Leben nachzudenken, Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Historisch gesehen war es ein Tag, an dem man sich auf das kommende Weihnachtsfest vorbereitete und auf das Ende des Kirchenjahres reflektierte. Heutzutage wird er oft als Gelegenheit genutzt, um Zeit mit der Familie zu verbringen und sich zu besinnen. Im folgenden Beitrag spricht das Pfarrerehepaar Petra Edith und Dr. Hans-Wilhelm Pietz im größten Gotteshaus von Görlitz, der Kirche St. Peter und Paul. Ebenso hören Sie Kirchenmusikdirektor Reinhard Seliger an der Sonnenorgel. Viel Spaß! Den Faden wieder aufnehmen, Abgeschnittenes miteinander verknüpfen, verloren Gegangenes wiederfinden, einen neuen Anfang wagen mit dem, was sich bewährt hat. Darum geht es heute. Am Buß- und Bettag wollen wir Ihnen dieses Thema nahebringen. Fäden wieder aufnehmen, die uns entglitten waren, Verbindungen knüpfen, die lange brach gelegen haben, an schwierigen Situationen weiter dranbleiben. Der Buß- und Bettag ist der richtige Tag dazu. Bei uns im Freistaat Sachsen ist er ein geschützter Feiertag. Am Ende des Kirchenjahres, am Mittwoch vor dem Totensonntag, soll er den Zugang zu den so oft verdrängten Lebenserfahrungen der Trennung, der Stagnation oder des Festgefahrenseins offenhalten. Er ist dazu da, dass wir den Faden nicht verlieren, die Verbindung zu uns selbst,
zu denen, die mit uns leben und uns geprägt haben, den Faden auch wieder aufnehmen zum Großen und Ganzen, zum Kleinen und ungemein Schönen, das wir Gott nennen. Unsere Enkelkinder haben uns im Lauf des Jahres auf diese Spur gebracht. Wir wollten sie spielen lassen zwischen Bahnhof und Brautwiesenplatz, wollten uns auf die Bank setzen und auf der Bank sitzen bleiben. Und dann riefen sie uns zu: Ihr kommt jetzt spielen, ihr könnt das. Und dann mussten wir ran, erst etwas zögerlich, aber im Mitmachen und Nachmachen veränderte sich etwas. Was wir schon lange nicht mehr geübt hatten, erwies sich als möglich. Balance halten auf einem Balken, Schritt für Schritt vorankommen auf wackligem Steg. Die Enkeltöchter gaben uns dazu die Hand. Das war eine gute, eine tolle Erfahrung. An solche Schlüsselszenen wollen wir heute erinnern. Mit einem Lächeln und mit einem Staunen über uns selbst. Die Wörter umkehren, Buße tun, haben etwas mit dem Anknüpfen an dem Verdrängten und einer Denkrichtung zu tun, die wir vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hätten. Es geht. Du kannst das. In diesem Sinne kann jeder Tag ein Bußtag sein, auch wenn er kein Feiertag ist. In den anderen 15 Ländern unserer Bundesrepublik wird ja heute gearbeitet. Als 1995 die Pflegeversicherung eingeführt wurde, hat man dort den Buß- und Bettag als Feiertag gestrichen. Zuvor war dieser Tag durch Jahrzehnte hindurch besonders geschützt. Und schon seit dem 16. Jahrhundert gab es verschiedene staatlich geregelte Bußtage in den Orten und Regionen. Sie sollten dazu helfen, die lebenswichtigen Verbindungen und Veränderungen einzuüben. So prägend wie unsere Erfahrungen auf dem Spielplatz sind immer wieder Begegnungen, die in die Vergangenheit zurückgehen und bis heute nachwirken. Bewegende Kontakte zu Menschen, die wir lange nicht wahrgenommen haben. Jetzt merken wir, wie gut das auch uns selber tut, abgerissene Fäden wieder aufzunehmen, sich zu erinnern an gemeinsame Zeit, verloren Gegangenes neu aufzusuchen. Klassentreffen bieten solche Gelegenheiten, wenn sie nicht immer bei denselben Anekdoten stehen bleiben, sondern auch zum Hinhören taugen. Was sich in den Jahren dazwischen alles ereignet hat, welche Brüche, Gefährdungen es gab und dass wir uns erinnern an die, die nicht mehr unter uns sind. Aber auch, wie es mit Schmerz und Verletzungen weiterging und geht, was geholfen hat,
und was hilft. Und dann gibt es die so mühsam geknüpften Fäden des Vertrauens, die durch Unachtsamkeit oder auch durch brutale Gewalt zerstört und gerissen sind. Wir leben mit den Bildern des Unfriedens und der Zerstörung jeden Tag. Es braucht Menschen, die gegen die Ausweglosigkeit der Konflikte mit unnachgiebiger Geduld die verlorenen Fäden des Respekts, des Vertrauens suchen und aufnehmen. Sie brauchen unser leidenschaftliches Gebet. Den Faden wieder aufzunehmen, zum Ringen um ein Leben mit menschlichem Gesicht und mit Mut zur Wahrhaftigkeit. Das hat uns im Oktober die Dankesrede von Salman Rushdie bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gelehrt. Wie riskant es in dieser unserer Konfliktzeit ist, von Frieden zu reden und auf Verständigung zu setzen, das hat der Schriftsteller da sehr eindrücklich beschrieben. Fast alles droht im Streit der Meinungen und Ansichten zu einer immer neuen Einzelmeinung zu werden. Salman Rushdie hat dagegen am 22. Oktober dazu aufgerufen, den Faden zu einem Reden, das verbindet, wieder aufzunehmen. So klang das bei ihm, so klingt das als Ruf zur Umkehr. Wir sollten weiterhin und mit frischem Elan machen, was wir schon immer tun mussten. Schlechte Rede mit besserer Rede kontern. Falschen Narrativen bessere entgegensetzen. Auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann. Wir müssen sie erbittert verteidigen und sie so umfassend wie möglich definieren, was natürlich heißt, dass wir die freie Rede auch dann verteidigen, wenn sie uns beleidigt, da wir die Meinungsfreiheit sonst überhaupt nicht verteidigen würden. Den Faden wieder aufzunehmen, Buße zu tun, Veränderung zu wagen, das ist nach christlichem Verständnis vor allem auch ein Anknüpfen an der Taufe. Die Lebensveränderung, das Ja und das Nein, die uns zugemutet werden und möglich sind, haben ja in der Taufe ihren Grund und einen festen Anhalt. In der Christuskirche in Görlitz-Rauschwalde bin ich im März 1958 getauft worden. Gott hat sich in Jesus Christus an mich gebunden. Und meine Eltern und Paten haben mir vorgelebt, was das heißt. Nicht alles mitmachen müssen, was ein autoritärer Staat oder der Mainstream vorgeben. Augen und Ohren offen halten. Helfen, wo es nötig ist. Eigenes Versagen nicht wegschieben. Leichter gesagt als getan ist das im Alltag allemal. Es bleiben bruchstückhafte Versuche. Aber gerade die Bruchstücke unseres Lebens sind das Material der Liebe Gottes. Im Laufe des Lebens finden sich viele Fäden, die mich umwickeln oder an denen ich wie eine Marionette zu hängen scheine. Dazu, dass wir durch diese Verwicklungen nicht zu Fall kommen, den Mut zum Aufstehen haben, hilft die Erinnerung an die Taufe. Dazu hilft das Vertrauen und diese Geisteskraft, die mich falsche Verknüpfungen lösen lässt. Wieder frei atmen können, Schritte der Zuversicht achtsam gehen, mit Geduld Lebensfäden suchen und aufnehmen, das ist so etwas wie die tägliche Buße und Umkehr.
den Faden wieder aufnehmen. Davon hat uns hier in Görlitz Toni Treu Beeindruckendes erzählt und nahegebracht. Am 5. Oktober ist sie im Alter von 101 Jahr verstorben. Viele von uns kennen ihr Gesicht aus der Zeitung. Ihr Vater, Theodor Treu, war von 1912 bis 1948 Pfarrer an der Görlitzer Peterskirche. Als in der Mitte der 1930er Jahre die Nationalsozialisten den Buß- und Bettag abschaffen wollten, da stellte sich Theodor Treu mutig dagegen. Die NS-Ideologie meinte, ein Bußtag, das wäre etwas für schwache und erbärmliche Menschen. Ein Volk, das sich seiner eigenen Kraft besinnt, braucht keine Bußtage. Theodor Treu setzte dem öffentlich entgegen. Wäre diese Meinung richtig, dann müsste freilich jeder, der sein Volk lieb hat, sich abkehren von einer Kirche, die Buße predigt. Und jeder müsste dafür Propaganda machen, dass der Landesbuß- und Bettag schleunigst abgeschafft werde. Aber jene Meinung ist nicht richtig, sondern grundfalsch. Die Lehre von der Buße ist nicht etwas für die Niedrigen und Erbärmlichen, sondern für ehrliche und tapfere Menschen. Wer das Neue Testament kennt, der weiß, dass Buße nichts anderes bedeutet als Umkehr, Sinnesänderung, anders werden wollen. Daran möchte ich auch an diesem Buß- und Bettag im Jahr 2023 anknüpfen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit zur Umkehr, dass wir auf die Stimmen der Kinder hören, das Verlorengegangene suchen, die Meinung sagen als Ruf zum Leben, mit der Gabe der Taufe in den Alltag gehen. Schreiber Rechtsanwälte, die Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht in Dresden und Hoyerswerda. Für unsere Kanzlei in Dresden suchen wir eine oder einen Rechtsanwaltsfachangestellten oder eine Sekretärin bzw. einen Sekretär. Voll- oder Teilzeitarbeit ab mindestens 20 Wochenstunden ist möglich. Zwingend erforderlich sind das Beherrschen von MS Office sowie das Schreiben nach Diktat. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@schreiber-rechtsanwälte.de. Power Sale mit großen Black Week Rabatten im Möbelzentrum Großrieschen. Sparen Sie jetzt in allen Abteilungen bis zu 35% Aktionsrabatt auf Möbelneubestellungen. Zusätzlich gibt es zur Black Week bis zu 55% auf Ihre neue Küche und die einzigartige 0% Sonderfinanzierung. Schnell sein lohnt sich, denn viele Ausstellungsstücke sind bis zu 72% reduziert. Freuen Sie sich auf den Power Sale zur Black Week vom 18. November bis zum 1. Dezember in einer der schönsten Möbelausstellungen der Region. Möbelzentrum Großrieschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Ging das zu schnell?
mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Surfen Sie Gigabit schnell zum Megapreis. Mit 1000 Mbit pro Sekunde für dauerhaft 34,99 € im Monat. Einfach buchen auf pure.com. Und das war auch schon unser Feiertagsprogramm. Sollten Sie die Sendung verpasst haben, schauen Sie gern auf unserer Homepage lausitzwelle.de oder auf YouTube/Lausitzwelle vorbei. Dort gibt es alles noch einmal zum Ansehen, Liken und Teilen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.